Tatort Waschhölle. Des Deutschen liebstes Kind kommt unters Wasser. Monströse Bürsten und Föhndüsen lauern. Schafft es das Auto heil aus der Anlage? Selbst wer die Prozedur schon tausendmal miterlebt hat, ein flaues Gefühl bleibt im Magen. Angst ist immer dabei. Ja, dass am Auto irgendwelche Schaden kommen. Ich meine, man hat gespart für das Auto, man hat gearbeitet für das Auto und wenn dann wegen sowas, man möchte das Auto pflegen und wenn dann Kratzer ins Auto kommen, dann ist es schon, ja, nicht so besonders schön. Ja, da denkt man halt immer, oh, das kratzt so auf dem Blech und so weiter und da passiert dann was. Ich meine, wenn man rausgeht, sieht man, aha, es ist noch einigermaßen, aber sauber war es nicht. Zu vermutlichen Erleichterung des Autobesitzers drei Fakten. Schäden durch Waschstraßen sind eher Ausnahmen. Die Fallzahlen gehen laut Einschätzungen von Experten zurück. Die Anlagen sind wie diese in Oberursel TÜV geprüft und müssen regelmäßig gewartet werden. Und wenn etwas passiert, dann ist meist der Autofahrer selbst schuld. Was muss man beachten, wenn man in die Waschstraße fährt? Das kommt vor, wenn die Leute in die Schleppkette fahren, ja, wenn dort kein Einweisungspersonal steht, ja, oder wenn sie, es gibt auch Anlagen, wo sie im Fahrzeug sitzen und werden durch die Anlage gezogen, wenn sie dort nicht den richtigen Gang drin haben, kein Neutral, dass das Fahrzeug durchgezogen wird, oder dass die Leute zu früh Gas geben und rausfahren wollen, da kommen sehr oft Schäden vor. Darunter Kratzer in den Felgen und im Lack rund um das Auto. Ein paar Handgriffe vor dem Waschen sind daher wichtig. Antenne rein, Gang raus, nicht bremsen und nicht lenken. Auch den Scheibenwischer unbedingt ausschalten, denn es ist schon passiert, dass der sich gelöst und in einer Bürste verheddert hat, anschließend dann die nachfolgenden Autos schwer beschädigte. Das kommt Sie dann teuer zu stehen. Woran erkenne ich, dass die Waschanlage mein Auto beschädigt hat? Der Laie sieht es vielleicht nicht unbedingt, ja, der Fachmann sieht es, aber an den Seiten sollten die Kratzer oder Mikroscratches, wenn sie dran sind, ja, bogenförmig horizontal verlaufen und ganz leicht. Ja. Wenn das anders aussieht wie hier, ja, dass da Abknickungen drin sind und längeren Ausmaßes oder vielschichtig in gleicher Richtung, ja, dann ist das schon zweifelhaft, dann sollte man sich mal Gedanken darum machen, ob es von der Waschanlage ist. So sehen Schäden durch Waschstraßen aus. Kratzer entsprechen zur Waschbewegung der Bürsten. Allerdings kommen die so kaum noch vor, da sich die Technik mittlerweile stark verbessert hat, sagt unser Experte. Kratzer, die längs oder quer verlaufen, stammen nicht von Waschanlagen. Auch Beulen sind eher selten. Die kommen vielleicht vor, wenn sich mal eine Trockendüse aus der Verankerung löst. Das ist dann ein Unfall und heutzutage eher die Ausnahme. Was tun, wenn es zu einer Beschädigung kommt? Dem Waschanlagenbetreiber melden, ein Schadensprotokoll ausfüllen, ja, und dann eventuell einen Sachverständigen besuchen, der das beurteilt, ja, oder warten, was dann bei dem Anspruch, wenn Schaden dran ist, dabei rauskommt, wie sich die dahinterstehende Versicherung verhält. In der Regel gibt es da keine Probleme. Vor Gericht landen solche Schadensfälle kaum noch, denn Schäden durch Waschstraßen sind klar erkennbar. Wer doch auf Nummer sicher gehen will, sollte bestimmte Anlagen bevorzugen. Wo am besten waschen? Ich würde immer gucken, eine saubere Anlage, mehrere Fahrzeuge oder viele Fahrzeuge am Tag durch und dann eine Anlage, die mit Textillappen wäscht, wo eine manuelle Vorwäsche vorhanden ist, die auch die Schattenseiten, wo eine Bürste gar nicht hinkommt, erstmal per Hand sauber machen. Ja, und nochmal, nachdem das Fahrzeug selbstständig durch die Anlage gefahren ist, auch nochmal eine Nachtrocknung manuell durchgeführt wird. Wird heute bei vielen, sehr vielen Anlagen gemacht. Und das halte ich eigentlich für die besten und schonendsten Anlagen und auch am besten für das Fahrzeug. Übrigens, dass wir nach dem Waschvorgang plötzlich neue Kratzer und Beulen entdecken, liegt wohl daran, dass der Dreck weg ist. Meistens waren die Schäden aber schon vorher da. Die Angst vor den Waschhöllen ist eher unbegründet. Also, gute Fahrt. Weiterhin.